Damen und Herren, wenn ich von einem großen Komiker spreche, kann es sich nur um einen handeln. Um Fossi Bär. Applaus! Applaus! Vielen Dank. Macht weiter, Leute, macht weiter. Hört bloß nicht auf. Oh, wie ich sehe, seid ihr heute alle in großartiger Stimmung. Dann verdirbt sie uns nicht mit deiner Nummer. Ha. Euch beide da oben mache ich doch mundtot mit einem Satz. Na schön, wie heißt der Satz? Wartet nur ab. Das ist der Mundtotmacher. Das war ja selbstverständlich nicht. Aber kommen wir zur Sache. Ich erzähle euch jetzt einen Witz. Und wenn ihr mich da Pie sagt, und passt ja auf, jawohl, passt auf. Ich bin nämlich bereit. Hütet euch. Das ist alles, was ich sagen kann. Ja, das ist wirklich alles, was ich sagen kann. Mit Störenfrieden fertig zu werden, habe ich in einem Nachtclub gelernt. Da ging es so heiß zu, da war das Garderobenmädchen ein Gorilla. Bei der Kapelle waren immer mehr Leute als auf der Tanzfläche. Dabei war es eine Ein-Mann-Band. Ja, und stellen Sie sich vor, hey, wie kommt es, dass ihr mich gar nicht mehr unterbrecht? Es gefällt uns, das ist wirklich gut. Ja, cool. Ja, absolute Spitze. Aha, so, naja, bitte, bitte. Also einmal kam in den Nachtclub eine Gesellschaft von 75 Leuten. Eine einsame alte Dame, aber die trank leider nicht. Dabei war die Atmosphäre in dem Club gar nicht mal so übel. Aber da fragten wir, wo wir mal baden könnten. Da wurden wir durch die Autowaschanlage nebenan geschleudert. Hallo, Jungs. Hey, Jungs. Ja, so bitte. Gut. Wir erzählen uns unsere Witze selber. Aha, das war nämlich meine Pointe. Und seht ihr, wie ich damit baden gegangen bin? Oder? Vielleicht sollten wir zum Theater gehen. Wir müssen gar nicht gehen. Es fährt auch eine Tram hin, die Linie 7. Veralbert Sie doch nicht, Sie Trottel, veralbert Sie den. Ist das ein Toupet, was Sie da tragen, oder ist Ihre Katze gestorben? Applaus.